Einen wunderschönen guten Morgen hier vom Parkplatz vom Hessenpark. Der ist noch ziemlich leer, wobei heute hier eine Pflanzenschau ist, ein Pflanzenmarkt. Und ich sehr gespannt bin, was es an Motiven gibt. Was mich gerade ein bisschen betrübt ist, der Taunus. Der hält die Wolken auf und die Sonne ist noch nicht so hoch, morgens um 7:45, dass hier ja das weggebrannt ist. Denn in Heppenheim war blauer Himmel, es war wirklich fantastisches Wetter. Und es ist so, dass wir uns hier verabredet haben. Also der Friedrich und der Mike, beides Olympus-Fotografen. Und ja, wir wollen heute hier über den Hessenpark streifen. Natürlich ein paar Fotos machen. Und da der Friedrich Telekonverter besitzt, möchte ich mal mein 40-150 mit dem Zweifach-Telekonverter auf 80-300 bringen. Und dann Testaufnahmen machen mit meinem 75-300. Also identische Bilder und einfach mal vergleichen. Auch was die Offenblende angeht. Bringt das was? Also bringt der Telekonverter was? Schafft er es, bessere Bilder zu machen? Oh, hier ist es so dunkel. Schafft er es, bessere Bilder zu machen? Als wie? Oh, jetzt wird wieder einer was schreiben. Das 75-300. Das interessiert mich. Ja, ich sagte ja schon, dass ich mich mit dem Friedrich treffe und dem Mike. Der Mike wird auch ein paar Objektive dabei haben, die, glaube ich, der Friedrich und ich nicht kennen. Auch natürlich für die Olympus. Und auf die Art und Weise, wenn man sich halt connectet, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt, hat man eben auch mal die Gelegenheit, andere Objektive zu testen, Erfahrungen auszutauschen und eben auch vielleicht festzustellen, dass ein oder andere Objektiv, das könnte ja auch für einen selber interessant sein. Ja, wir werden also sehen, was Sache ist. Was habe ich dabei? Ich habe 4 Objektive dabei. Ich habe das 7-14 dabei, das 12-40 Pro, ne? Und, oh, eine Blaumeise, das wär's doch. Was habe ich dabei? Das 7-14, das 12-40, das 40-150, alles 3 Pro-Linsen. Und dann habe ich das 75-300 Version 2 dabei. Die Blaumeise ist immer noch in der Röhre, das ist lustig, die könnte ich jetzt fangen. Da ist so eine, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da ist so eine Röhre, um zu gießen und da ist der Vogel rein und bisher nicht mehr raus. Ja, gut, aber ich lasse ihn natürlich in Ruhe. Das sind meine Objektive. Der Friedrich, weiß ich gar nicht, was er dabei hat. Und der Mike hat was von... Ja, ich glaube von Sigma-Objektiven gesagt, Festbrennweiten ist ja auch mal was. Für alle diejenigen, die mein Video gesehen haben, wo ich meinen Fotorucksack um die Hüfthalterungen, den Bauchhalter da befreit habe. An der Stelle, jetzt kommt gerade ein Auto. An der Stelle kann ich schon mal was anmerken. Es ist total ungewohnt, ohne diesen Hüftgurt zu sein, weil jedes Mal beim Aufziehen hat er mich genervt, weil er immer schräg lag. Und jetzt greife ich immer hin und denke so, da fehlt was. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Das ist ja erst gestern gewesen. Und ich glaube auch in dem Video habe ich gesagt, dass ich eine Feuerkünstlerin fotografiert habe. Ist richtig, das war gestern mit der Sony, heute, wie gesagt, mit der Olympus unterwegs und immer noch am Warten auf meine Olympus-Mitstreiter.
So, ihr Lieben, ich bin im Auto. Ja, so richtige Tests und so weiter haben wir nur so ganz rudimentär gemacht. War einfach ein schöner Tag mit dem Mike und dem Friedrich zusammen. Mike habe ich jetzt das erste Mal kennengelernt. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, genießt einfach die Fotos mit der Olympus. Und ja, ne? Bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss, euer Sven.